Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mit dem Thema, Thema kann man es gar nicht nennen. Ich möchte einfach mal was anreißen. Ich möchte euch das Beispiel des Josefpfennigs erklären. Ich möchte euch einfach mal zeigen, was der Zins und der Zinseszins denn so über einen längeren Zeitraum von über 2000 Jahren anrichtet, beziehungsweise auch relativ kurzfristig, wenn man denn auch vielleicht nur 25 Euro anlegt im Monat. Man soll nicht glauben, was dieses kleine Vieh dann für einen Mist macht. Und wenn das weitergeführt wird, was da wirklich für Zahlen rauskommen, ist schon sehr eindrucksvoll. Der Mensch kann nun mal nur linear denken. Das exponentielle Wachstum, was wir beim Zinseszins haben, das geht hinten, geht das exponentiell nach oben und dann steigen die Zinsen bis unter das Dach. Und die Zinsen erwirtschaften wieder Zinsen und so weiter. Das ist eben dieser Zinseszinseffekt. Und ich sehe es auch immer wieder, was da so an Videoaufrufen bei meinen Videos bei rumkommt, so die kleinen Themen, Geld verdienen mit Meinungsumfragen, von mir als Stromanbieter wechseln mit Verivox oder Bankgebühren sparen beim Girokonto, das wird eigentlich alles gar nicht mal so stark beachtet. Teilweise hat man es natürlich auch mal öfter schon mal gehört, aber die wenigsten machen das auch dann zum Teil. Und auch mit diesen kleinen Beträgen, 10, 15 Euro, gut, beim Stromanbieterwechsel sind es auch mal 150 Euro. Die Videos zum Thema verlinke ich unten in der Beschreibung. Kann sich jeder, der da Interesse dran hat, kann sich das Ganze mal zu Gemüte führen. Und wenn man diese kleinen Beträge immer regelmäßig nimmt, auf Seite schiebt und die sinnvoll anlegt, dann kommt da ein erhebliches Sümmchen am Ende heraus und man sollte nicht denken, was da eigentlich bei rumkommt. Das Beispiel jetzt in diesem Video dranbleiben. So, erstmal zum ursprünglichen Beispiel des Josefpfennig, oder heute ist es ja der Josefscent. Gehen wir mal davon aus, dass Josef für seinen Sohn vor 2015, 2016 Jahren bei der Volksbank von Judäa einen einzigen Cent, wenn es den damals schon gegeben hätte, angelegt hätte, auf ein Sparbuch gelegt hätte, bei einer Verzinsung von, na gut, er hat halt gut gehandelt, von 5%. Ach, damals war es noch ein bisschen besser wie heute. Und das Sparbuch wäre verloren gegangen in den Tumulten der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte und so weiter. Und heute wird man das beim Rumpeln auf dem Dachboden im Keller irgendwo finden und würde dann auf die hiesige Volksbank gehen und sagen, ja, ich hätte mal gerne meine Zinsen nachgetragen. Was glauben Sie, was aus einem Cent innerhalb von 2015 Jahren wird? Keine Ahnung. Verstehe ich. Können Sie auch nicht, kann ich auch nicht. Im Kopf sind wir nicht in der Lage, als Menschen exponentiell zu denken, aber das macht eben dieser Zinseszinseffekt aus. Diese Zinskurve steigt exponentiell an und die Antwort ist mehrere Milliarden Erdkugeln, so komplette Teile aus purem Gold, paar Monde, Mars, Venus, irgendwas, je nach Wechselkurs kommen da auch noch dazu. Also mehrere 100 Milliarden Erdkugeln aus purem Gold. Unvorstellbare Summe aus einem einzigen Cent. Hätte man die Zinsen jedes Jahr auf Seite genommen, also vom Sparbuch wieder runtergepackt, wäre da eigentlich nicht viel mit passiert, dann wären wir heute bei einem Euro. Gigantisch. Ich habe mir das Ganze einfach auch mal ausgerechnet, gibt es ja auch etliche Zinsenrechen-Tools im Internet. Und wenn man da mal sieht, wie das da so vorwärts geht, aus einem Cent, ich habe hier meinen Spickzettel, man mag es mir verzeihen. Nach 100 Jahren ist aus diesem einen Cent 1,32 Euro geworden. Naja, aber wenn man da mal sieht, 1,32 Euro aus einem Cent, das ist ein Wachstum, eine Steigerung von 13.200%, wenn ich das richtig gerechnet habe. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Nach 200 Jahren sind wir dann bei 172,93 genau. Nach 300 Jahren sind es dann schon 22.467 Euro und 7 Cent. Aus einem Cent. Das ist der Zinseszinseffekt. Ist schon gigantisch.
wenn man sich dann anschaut, okay, ich kann ja nicht viel sparen, dann sollte man doch wirklich mal hingehen und sollte monatlich, wenn es dann auch vielleicht nur 25 Euro sind, die regelmäßig ansparen, 50 Euro. Man sollte nicht meinen, was da so in 40, 45 Beitragsjahren bei rumkommt. Auch hier nochmal ein Beispiel, wenn es nur 100 Euro wären von der Oma, vielleicht irgendwie nur als Geburtstags-, Weihnachts-, Kommunionsgeld, keine Ahnung. Und die 100 Euro würden angelegt bei 5%. Na gut, die sind jetzt klassisch im Sparbuch natürlich nicht mehr zu erzielen. Kann man vielleicht auch in Aktien machen, keine Ahnung. Dann allerdings vielleicht ein bisschen regelmäßiger bei 100 Euro. Wird es schwierig. Und da muss ich auch nochmal ablesen. Das sind wir nach 45 Beitragsjahren, die wir dann arbeiten. In der Zeit, in der Mensch auch dann lebt, bei 45 Jahren werden aus diesen 100 Euro 898,50. Selbst das ist eine gigantische Summe. Wenn man da immer mal wieder ein Stück weit dazu spart, hat man für die Rente doch ein kleines Polster, das durchaus Spaß machen kann. Da kann man vielleicht noch einmal die Welt umrunden oder so. Kann jeder dann entscheiden, wie er will. Der eine oder andere will ja auch gerne seine Rente auf der AIDA verbringen. Kann mir Schlechteres vorstellen. Ja, das auch schon als kleines Video. Videos zum Thema, wie kann man denn eventuell ein bisschen Geld sparen. Haben wir hier eins. Strompreisvergleich ist ganz interessant. Dann haben wir die Meinungsumfragen. Oder aber auch beim Girokonto Bankgebühren sparen. Das geht ganz gut mit Direktbanken. Kann man sich mal einlesen. Das eingesparte Geld könnte man dann freimachen. Könnte sagen, okay, normalerweise hätte ich es eh nicht. Ich packe es auf Seite. Das von meiner Seite aus in einem kurzen Video zum Josefspfennig, exponentielles Wachstum, Zinseszinseffekt. Der eine oder andere hat es nicht gehört. Ich hoffe, ich konnte euch da wieder einen Einblick reingeben. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bye, bye.